Hallo und herzlich willkommen zurück zur Female Football Academy. Schauen wir uns jetzt an, wie es sich mit dem Sponsoring im Frauenfußball handelt. Wir haben dafür drei repräsentative VertreterInnen dabei. Einmal vom DFB Doris Fitschen. Doris ist Ex-Nationalspielerin, Europameisterin, DFB-Pokalsiegerin und mittlerweile Managerin der Produktwelt Frauen beim DFB. Herzlich willkommen, Doris. Hallo. Wir haben auch Uwe Hellmann von der Commerzbank mit dabei, mit dem Gespräch. Uwe ist Leiter des Brand Managements der Commerzbank und dadurch auch langjähriger Partner des DFB. Uwe selbst hat Industrial Design in Barcelona und Berlin studiert und ist für das Konzern weiter Sponsoring und Marketing der Commerzbank zuständig. Hallo Uwe. Hallo. Und von Seiten Volkswagen freue ich mich ganz herzlich, Simone Brüsewitz begrüßen zu dürfen. Simone war für die Fußball-WM 2006 Protokollverantwortliche und ist Leitung Sponsoring Experience Marketing von Volkswagen für die Nutzfahrzeuge. Ihr Schwerpunkt im Sponsoring liegt im Bereich Fußball, Surfen und Outdoor und Sport. Hallo Simone. Hallo an alle. Schön, dass wir hier in einer kleinen, aber feinen Runde sitzen. Ich würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Wie sieht die Entwicklung des Frauenfußballs im Sponsoring aus? Doris, du bist ja auch schon seit 20 Jahren mit dabei. Es wäre ganz wunderbar, wenn du uns eine erste Einordnung zum Sponsoring im Frauenfußball geben könntest. Sehr gerne. Erstmal freue ich mich, dass ich die Tabi hier wieder sehe. Seit langem haben wir uns nicht gesehen. Super, dass du so aktiv bist auf allen Ebenen. Aber das nur vorweg. Also du hast gerade schon gesagt, ich bin seit 20 Jahren beim DFB jetzt im Marketing tätig. Am Anfang überwiegend auch im Sponsoring. Und Sponsoring hieß damals eben Männerfußball. Es gab noch ein bisschen Talentförderung, aber Frauenfußball gab es eigentlich gar nicht. Ich habe das immer mal wieder zwischendurch versucht reinzudrücken, aber das war eben damals einfach noch nicht so weit. Erst mit dem ersten WM-Titel 2003 war die Aufmerksamkeit eben da und dann ging es auch allmählich los, dass wir Sponsoren gefunden haben und die WM 2011 war natürlich da dann wirklich so ein Highlight, wo dann auch Partner wie die Commerzbank bei uns eingestiegen sind und mit dazu beigetragen haben, dass dieser Event eben ein großer Erfolg wird. Im Sponsoring hat sich einiges geändert. Also früher ging es eben einfach darum, das Logo irgendwo drauf zu klatschen, sage ich mal, und vielleicht eine Bande zu verkaufen. Das hat sich auch geändert, jetzt nicht nur im Frauenfußball, sondern generell. Heute geht es darum, eine Geschichte zu erzählen. Storytelling ist das große Thema. Und da haben wir zwei Partner jetzt hier mit dabei. Da freue ich mich auch sehr, dass sie auch dabei sind, die das eben mit dem DFB auch schon herausragend umgesetzt haben. Doris, du hast das gerade schon erwähnt. Das ist sehr herausfordernd gewesen und ein eher steiniger Weg. Jetzt ist diese Produktwelt Frauen, allerdings wird die auch mit etwas mehr Priorität behandelt. Direkt dazu, was für Impulse setzt ihr dafür intern? Es hat sich einiges gewandelt in den letzten zwei, drei Jahren auf dem DFB-Bundestag. Also sowas gibt es auch beim DFB. Wurde beschlossen, dass Frauen im Fußball eins der drei Zukunftsthemen ist. Da entwickeln wir gerade eine Strategie für Frauen im Fußball. Also da geht es ausdrücklich nicht nur um Frauenfußball, sondern auch um Förderung von Frauen, also mehr Frauen in Gremien, mehr Frauen in Führungspositionen.
Diese Strategie, die wir da erarbeiten, die wird voraussichtlich im Herbst veröffentlicht. Aber es gibt jetzt auch schon einige Maßnahmen, die wir da eben angegangen sind. Und eine dieser Maßnahmen ist eben, dass wir jetzt eben diese Produktwelt Frauen haben und die eben auch ab jetzt so gemeinsam vermarkten wollen, weil wir eben glauben, dass da ein ganz großes Potenzial eben drinsteckt und dass diese Themen Fußball als beliebteste Sportart und das Thema Frauen Garanten für eine erfolgreiche Vermarktung sein können. Spannend. Du hast auch das Thema Strukturen angesprochen. Da würde ich gerne gleich noch etwas intensiver darauf eingehen. Simone, die Partnerschaft mit Volkswagen und dem DFB ist noch gar nicht allzu lange. Was war da der Hintergrund dieser Partnerschaft? Ja, also es ist tatsächlich ja noch gar nicht so lange her. Da sind wir in die Verhandlungen getreten und haben uns natürlich gesagt, Volkswagen als ja, Unternehmen, was für alle da ist, haben wir gesagt, das Thema Fußball ist natürlich omnipräsent und das passt super zu uns. Es ist omnipräsent in unserer Belegschaft, in unseren Sponsorings. Wir haben vorher schon einige Fußballclubs, die wir ja als Sponsor begleiten. Wir haben den VfL Wolfsburg als hundertprozentige Tochter, wo ja auch der Frauenfußball ein Riesenthema ist. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber ja, für uns war tatsächlich die Partnerschaft mit dem DFB gut durchdacht, dieses Thema aufzugreifen und in den Vertrag einzusteigen. Und von Anfang an war für uns klar, dass die Frauen dazugehören natürlich. Also eigentlich gar keine Frage. Unser Leitmotto ist Fußball, das sind wir alle. Und da wird niemand ausgeschlossen. Und so leben wir das auch in unserem Unternehmen. Und insofern haben wir uns gesagt, also wir wollen tatsächlich Themen fördern, auch den Breitensport fördern, also nicht nur die Spitze, aber auch den Breitensport, da sind wir aktiv, wir arbeiten ganz aktiv mit den Verbänden zusammen und das war uns ein ganz wichtiges Thema. Und insofern war klar, dass die Frauen dazugehören. Trotzdem ist Volkswagen ja auch erst im Vergleich zum Beispiel zur Commerzbank relativ kurz erst mit dabei. Das zeigt auch irgendwo, dass gerade ein Wandel stattfindet. Wie trägt sich dieser Wandel bei Volkswagen in der Marketingabteilung auch nach innen aus? Ja, erstmal war der Vertrag ja belegt. Also insofern konnten wir gar nicht früher einsteigen. Das war ja eine lange Partnerschaft vorher. Insofern haben wir vielleicht jetzt auch mit einem guten Konzept tatsächlich dann den DFB auch zu dieser Partnerschaft mit uns gewinnen können. Also insofern gehörte zu diesem Konzept natürlich auch der Frauenbereich dazu. Ich muss sagen, ich glaube, es ist tatsächlich jetzt, ist ja schon ein paar Jahre her, 2, 3 Jahre, das war der richtige Zeitpunkt, auch tatsächlich den Frauen nochmal eine Bühne zu geben. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir tatsächlich jetzt auch mit Vollgas in Anführungszeichen da weitermachen. Denn als wir den Vertrag abgeschlossen hatten und Partner wurden, hatten wir gleich das erste Großereignis vor der Brust. 2019 die Frauenweltmeisterschaft und da haben wir uns total gefreut. Das ist ja ein super Auftakt gleich mit einer WM in Frankreich. Und ja, für uns war das selbstverständlich, dass wir auch helfen wollen, den Frauen eine Bühne zu geben. Denn Doris hat es ja gesagt, heutzutage ein Logo an die Pressboards oder auf die Banden zu packen, das ist selbstverständlich, das gehört dazu, aber das ist nicht mehr alles im Sponsoring. Es ist eben genau das besagte Storytelling und Storydoing. Und das muss authentisch sein. Also wir haben uns überlegt, was ist authentisch? Was passt gut zu uns beiden natürlich. Und da haben wir uns eine Kampagne überlegt, tatsächlich zur WM auch. Die soll aber auch weitergeführt werden. Die heißt Hashtag Wegbereiter. Und wir haben uns getroffen
mit der Nationalmannschaft, mit der Bundestrainerin, mit dem DFB vorher natürlich alles durchgesprochen und haben gesagt, dieser Slogan, dieser Hashtag Wegbereiter, der passt zu uns beiden. Wir mit unseren Fahrzeugen, auch mit unseren Bussen, ne, da reisen die Kinder, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen zu spielen, zum Training. Da sind wir Wegbereiter. Wir möchten Wegbereiter sein für das Thema Frauenfußball. Und wir haben die Frauen gefragt, wer war eigentlich euer Wegbereiter? Und da kamen ganz tolle Geschichten bei raus. Also was uns die Nationalspielerinnen so erzählt haben zu ihrem Werdegang, was Martina Voss-Tecklenburg uns erzählt hat. Und genau diese Geschichten haben wir gespielt. Wer war dein Wegbereiter? Und sind dann tatsächlich auch zur WM gefahren, haben zur WM ordentlich getrommelt, haben die Mannschaft begleitet, sind, ich glaube, insgesamt 35.000 Kilometer durch Frankreich der Mannschaft hinterhergereist und hin und her und haben Fans zu den Spielen gebracht, haben ja, schöne Geschichten ins Netz gebracht. Und das Tolle war, dass wir ganz nah bei der Mannschaft sein konnten. Und das ist etwas, damit haben wir gar nicht gerechnet, bei einer WM tatsächlich Content-Drehs machen zu dürfen mit Spielerinnen, die im Turnier stecken, mit der Bundestrainerin. Also ich glaube, das wäre bei den Männern undenkbar. Ich bin ja beruflich schon immer mit dem Männerfußball, Entschuldigung, mit dem Männerfußball verbandelt. Aber das war schon ganz toll. Und wir haben fast 3 Millionen Menschen erreicht mit unserem Content, 26.000 Interactions im Netz, also 7,5 Impressions, also das 7,5 Millionen Impressions. Also das ist schon etwas, das hat uns selber überrascht. Und ich muss sagen, was total toll war, überall, wo wir hinkamen, auch die Länderspiele, da begleiten wir ja die Frauennationalmannschaft. Es ist ein großes Volksfest. Jedes Frauen Bundesligaspiel, Länderspiel, das ist Familienfest. Und das ist das Schöne. Die Werte, die der Frauenfußball verkörpert, die haben uns überzeugt. Förmlichst, wie belebend du das erzählst. Und man erkennt ja auch, also jetzt auch für die Zuhörer bzw. für die Zuschauer, was wirklich für Potenziale im Frauenfußballbereich sind und auf dem Weg, wo man gerade ist. Jetzt würde mich auch speziell nochmal interessieren, was sind die Visionen, wo kann es hingehen, generell auf dem Markt, auf dem Marketingmarkt, wie man diesen Frauenfußball direkt platzieren kann, mit welchen Impulsen man da vorangehen sollte, muss. Die Frage geht an mich. Ja, also aus meiner Sicht ist es erstmal ganz wichtig, dass man den Frauenfußball anders vermarktet als den Männerfußball. Also ich selber habe Fußball gespielt, in der A-Jugend bin Niedersachsenmeisterin geworden und musste immer erleben, wie wir Mädchen tatsächlich, erstmal war es schwer, überhaupt einen guten Club zu finden zu meiner Zeit. Und also es war tatsächlich so traurig, dass wir immer auf dem D-Platz irgendwo spielen durften, zu unmöglichen Zeiten Training hatten oder Spiele, obwohl wir viel erfolgreicher waren als die Jungs. Und ich habe damals schon festgestellt, also diese Vergleiche immer und dass man versucht, es genauso zu machen wie im Männerfußball, das funktioniert nicht zu 100%. Der Frauenfußball und gerade die aktiven Frauen, die haben ja ganz andere Rollen auch als die Männer. Selbst die Nationalspielerin, wenn ich mir das angucke, die haben Doppelbelastungen. Und da kann man auch als Unternehmen ganz viel Werte finden. Man kann eine gute Basis für authentische Geschichten finden. Und das zu erzählen und mal wirklich der Außenwelt zu zeigen, was die Frauen leisten, die diesen Leistungssport betreiben. Das ist schon ein großer Unterschied zum Männerfußball. Und ich glaube, da kann man als Unternehmen auch ganz viel mitnehmen. Ich habe zum Beispiel bei keinem einzigen Frauenfußballspiel Hooligans erlebt. Auch auf dem Platz die Werte. Ich kenne keine Szenen, wo sich Frauen, die gefoult worden sind oder wo es tatsächlich im Zweikampf ein bisschen härter war, die sich theatralisch 15 Mal über den Platz kugeln. Also ich glaube, man muss
diese Werte, die kann man gut verpacken und die muss man noch mehr zeigen. Und ich kenne inzwischen, Doris hat es ja gesagt, mit jedem Titel und sportlichen Erfolg bekommt man auch mehr Aufmerksamkeit und Plattformen. Und ich kenne inzwischen sehr viele Männer, die früher den Frauenfußball belächelt haben, aber jetzt bei einer EM, WM oder wichtigen Länderspielen genauso vorm Fernseher sitzen und Frauenländerspiele gucken. Und das hat sich tatsächlich geändert. Uwe, du bist mit der Commerzbank schon sehr früh Partner des Frauenfußballs geworden beim DFB. Ihr hattet mit eurer Kampagne Pferdeschwanz, seid ihr quasi viral gegangen. Allerdings war das sicherlich nicht immer ganz selbstverständlich. Magst du uns erzählen, wie die Anfänge von dieser Partnerschaft waren, wo die Herausforderungen waren und wo wir heute stehen mit dieser Partnerschaft? Ja, die Partnerschaft ist ja jetzt seit 2008. Das ist wirklich eine ganze Reihe von Jahren. Wie fing das an? Also erstmal fing das durch eine Opportunität an, natürlich, weil wie auch im Automobilbereich, so gibt es auch im Bankenbereich immer nur einen Partner. Und dann ergab sich eine Möglichkeit und wir sind Partner geworden. Wobei das Thema Fußball war bei uns im Hause schon ein Thema. Wir hatten vorher auch schon das Sponsorship beim Frauenfußballverein 1. FFC Frankfurt. Und das war für uns sozusagen auf im Rhein-Main-Gebiet das richtige Engagement. Bei uns war es aber ziemlich schnell klar, dass das eigentlich zu klein ist. Wir sind eine Bank, die international tätig, in über 65 Ländern, in Deutschland sowieso. Und wenn wir dann ein Engagement haben wollen, welches für uns als Gesamtmarke im Markt interessant ist, dann waren es die beiden Nationalmannschaften, die Herren und die Frauen. Weil alles andere, weißt du, wenn du einen Club sponsorst, dann hast du die einen Fans und die anderen, entweder ignorieren sie dich oder sie hassen dich sogar. Also nimm Bayern oder Dortmund, ja. Deswegen war für uns so ein Club-Sponsoring eigentlich letztendlich nicht zielführend, sondern die Nationalmannschaften, das für uns ging. So, und dann war das natürlich so, dass auch da die Wahrnehmung bei uns im Haus hinsichtlich Frauenfußball schon durchaus sehr sensibilisiert war. Wir hatten da, denke ich, auch eine gute Partnerschaft, die wir auch über lange, lange Jahre beibehalten haben. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch in dieser Partnerschaft Commerzbank DFB zusammen natürlich weiterentwickelt. Da ist auch Vertrauen entstanden. Wir haben irgendwann, waren die Kampagnen dann selbstverständlich nicht mehr, dass wir, also ich sage das mal im übertragenen Sinne, dass wir die Spielerinnen oder die Spieler um Produkte drapiert haben, sondern die waren ein Teil der Gesamtgeschichte. Das war schon da, als wir, ich weiß nicht, wer sich an die Kampagne erinnert, mit dem Hoodie, Lena Kuske, unsere Kollegin, läuft morgens durch Frankfurt und überlegt sich, machen wir eigentlich jetzt nochmal weiter als Bank so oder müssen wir nicht was ändern? Und den Gedanken haben wir auch mit der Frauennationalmannschaft aufgenommen. Und da ist etwas entstanden, dass wir gemeinsam Geschichten geschrieben haben, die eben wirklich, und es war damals schon so, einfach ein Stück wahres Slice of Life, nenne ich das mal, war. Und um das jetzt mal abzukürzen, und das war auch die Situation, als wir dann wieder eine Kampagne mit den Frauen vor uns hatten. Und da haben wir uns natürlich gefragt, okay, eigentlich ist es die Zeit, auch Klartext zu reden. Weil machen wir uns nichts vor, du bist häufig im Marketing, da lässt du die wirklich die harten Dinge aus oder du umschiffst sie und so weiter oder beschönigst sie noch. Und wir haben gesagt, nee, wir machen jetzt mal was anderes. Wir sprechen es einfach mal so aus, wie es ist. Ja? Und dieses Konzept, das war für uns eine Herausforderung, weil du natürlich dafür auch eine Menge Überzeugungskraft innerhalb der Bank erstmal haben musst, dass alle sagen, ja genau, das machen wir, das trauen wir uns. Und dann in den Diskussionen mit dem DFB, vor allen Dingen mit unseren Ansprechpartnern natürlich vom Marketing, auch vom Team,
muss ich sagen, großartig. Alle sind sofort eingestiegen. Natürlich haben wir auch da oder da was geändert, ist ja logisch. Ja? Du machst ja nicht dann 100%, sondern wir hatten, ich erinnere mich an zwei Szenen, wo wir noch zusammen überlegt haben, okay, wir drehen sie, aber wahrscheinlich werden es die nicht. Und ganz ehrlich, die waren es dann auch nicht. Und dann haben wir die auch rausgelassen. Das passiert ja auch, aber diese Flexibilität musst du ja haben. Gut, und dann ist diese Kampagne ja rausgekommen, den Output kennen wir ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war natürlich, wenn man so Marketingkampagnen mal nimmt, dann war das für mich die Kampagne, wo ich sagen würde, abgesehen von den Preisen, die ist wie so eine Blaupause im Grunde. Weil eigentlich ist es eine einfache Geschichte und sie ist, glaube ich, ganz spannend erzählt. Und das Wichtigste ist, und das ist eine Binse, ja, das ist relevanter Content. Aber daran sieht man, das ist alles immer so schnell und so leicht gesagt. Die Umsetzung ist relativ schwer, würde ich mal sagen. Und das Resultat, wir haben eine Kampagne gemacht, die war eigentlich für Deutschland, ja, und zwar ausschließlich für Deutschland. Letztendlich war sie in 47 Ländern präsent, und zwar nur viral. Wir haben sie nur 10-mal im TV ausgespielt, der Rest lief online von selbst. Also auch von den Media Spendings war das sehr interessant, und es ist insofern wichtig. Für uns ist Sponsoring einmal ein ganz wichtiger Teil vom Marketing, es ist aber auch gesellschaftliche Verantwortung. Komme ich gleich nochmal kurz dazu. Aber vom Marketing hast du natürlich auch immer begrenzte Media-Etats. Und wenn du so eine Kampagne hast, die du nur 10-mal im TV schalten musst und ein paar Mal online, und der Rest macht sich von allein, sensationell. Und dass die gesellschaftliche Verantwortung angeht, kann ich nur sagen, ich müsste jetzt den Text vom Spot auch sagen, mache ich aber nicht. Aber ganz ehrlich, es war Zeit, Klartext zu reden über die Dinge, sie wirklich auszusprechen. Und wir haben etwas geschafft. Wir haben vieles geschafft, aber eine Sache möchte ich mal herausstellen. Wir haben es geschafft, dass nach der Frauenkampagne wir eine Diskussion mit den Männern hatten. Und das war das erste Mal, dass die Männer, also die Manager, auch einige aus dem Team oder aus dem Marketing gesagt haben, wir wollen auch so eine Kampagne, wie die Frauen hatten. Wir wollen es so machen, wie die Frauen es gemacht haben. Ja, und das, Doris, ich weiß nicht, ich glaube, ich übertreibe nicht, aber das war schon eine besondere Situation, dann auf einmal so etwas, so eine Umkehrung da erlebt zu haben. Jedenfalls, ich habe es so wahrgenommen. Ja, vielleicht soweit. Die Punkte würde ich gerne aufgreifen. Einmal Klartext und auch gesellschaftliche Verantwortung. Sponsoring dreht sich immer um eine positive Botschaft. Es ist eine der Kernstellschrauben, um auch an einem bestimmten Image zu arbeiten und das zu beeinflussen. Es geht darum, Werte zu vermitteln. Und gleichzeitig gibt es im Fußball gerade einen gewissen Druck, vor allem auch beim DFB. Da sieht man ja gerade auch, erlebt man sehr viel Bewegung. Da die Frage an dich, Doris, wie positioniert man sich da von Seiten des Marketings, um diesem Druck standzuhalten, aber gleichermaßen da auch Veränderung reinzubringen in die Strukturen? Du meinst jetzt den Druck von den 8 oder 9 starken Frauen? Ich meine den strukturellen Druck. Ja, den Druck. Gerne. Ja, also bei uns, DFB ist ja momentan tatsächlich einiges los, und wir sehen das eigentlich auch wirklich als Chance, dass sich die Strukturen da tatsächlich ein bisschen verändern und natürlich damit auch als Chance, dass auch mehr Diversität gelebt wird, ob das jetzt im Hauptamt ist oder auch natürlich in den Gremien. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir seit 2019 wirklich intensiv dran arbeiten, und da ist dieses Thema Frauen im Fußball ohnehin schon ein sehr wichtiges Thema für uns, und da gibt es verschiedene Maßnahmen, beispielsweise arbeiten wir jetzt an Gleichstellungsplan, es geht um gendergerechte Sprache und all die Dinge, die da jetzt auch gefordert werden, da arbeiten wir schon dran.
Aber da hilft es natürlich, wenn das auch jetzt mal wirklich in der Öffentlichkeit noch mehr ein Thema ist. Und deshalb freue ich mich jetzt persönlich darüber, dass es diese Initiative gibt. Und insgesamt ist beim DFB gerade ein Umbruch. Also die Zeiten sind nicht einfach, muss man sagen, aber ich sehe, ein Umbruch ist auch immer eine Chance. Und deshalb sehe ich das jetzt mal positiv und denke, gerade für Frauenfußball und Frauen im Fußball kann sich dadurch jetzt eben auch einiges bewegen. Ich frage mal ganz vorsichtig, wie stehen denn die Chancen, dass die vakante Präsidentschaftsposition von einer Frau besetzt werden im DFB? Ich glaube, sie stehen besser denn je, aber am Ende ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob es jetzt eine Frau wird oder ein Mann. Also wichtig ist, dass wir insgesamt mehr Vielfalt haben und dass wir die Strukturen, die es da eben gibt, sage ich mal, von unten, das geht ja unten in den Vereinsstrukturen, gibt es ja schon zu wenig Frauen in Führungspositionen oder in den Gremien bis ganz oben hin. Da hoffen wir jetzt, dass sich da was bewegt. Und da, wie gesagt, sehe ich jetzt eine große Chance. Und natürlich würde ich persönlich mich freuen, wenn wir eine Frau an der Spitze hätten. Mit der Bewegung, da würde ich direkt auch nochmal auf Simone und auf Uwe oder die Frage in den Raum werfen wollen. Aufgrund dessen, dass ihr ja jetzt jeweils mit eurem Unternehmen die Erfahrung gemacht habt, ist ja jetzt quasi dieses Potenzial mit dieser Bewegung, die jetzt anhand der Gesellschaft, ja auch jetzt gerade aktiv besteht, inwiefern ist dort die Möglichkeit, also anhand dieses Sponsorings, Marketing, diese Plattform zu nutzen, beziehungsweise anhand jetzt auch der Marktanalyse, des Feedbacks von eurer Erfahrung, inwiefern appelliert ihr daran, im Frauenfußball weiter ein Sponsoring zu eröffnen für weitere Unternehmen? Was sollte da quasi der Weg sein, den wir von Seiten der Frauen gehen sollten? Dann Ja, Simone. ich fange mal an, Uwe. Ich fange mal an. Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, auch wenn man jetzt einen Appell an andere Unternehmen richten sollte, sich zu engagieren im Frauenfußballbereich. Denke ich, guckt mal, was es schon gibt für tolle Sachen, was schon gemacht wurde, weil da sind schon viele tolle Sachen. Es muss nur mehr werden. Das ist der Punkt. Also es gibt auch viele Unternehmen wie Nike zum Beispiel, die die amerikanische Nationalmannschaft, also die USA, super in Szene gesetzt haben, aber auch viele Spielerinnen international in Szene gesetzt haben. Und das ist die beste Werbung, dass man tatsächlich das, was es schon gibt, weiterträgt und dass man weiter wirklich eine Plattform gibt. Denn ich muss auch sagen, es ist so leicht gewesen, muss ich wirklich ein großes Plädoyer halten für die Frauennationalmannschaft und für den DFB auch. So leicht gewesen, das ist, haben wir gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, die Dinge umzusetzen. Da kamen noch Ideen, also die Spielerinnen kamen, auch können wir nicht noch das machen und ja, wir bleiben noch eine halbe Stunde länger und dann wurde es eine Stunde länger. Es hat allen so viel Spaß gemacht. Und ich sage es nochmal, ich bin beruflich eigentlich mein ganzes Leben mit dem Männerfußball verbandelt. Da wird um jede Minute gefeilscht. Da wird gesagt, nee, nee, also jetzt reicht jetzt. Ich kann nicht mehr und ich muss weg. Und bei den Frauen war das wirklich so ein angenehmes Arbeiten. Und dann kriegt man natürlich auch mehr Content. Man kriegt noch zusätzliche Ideen. Und ich kann nur wirklich alle Unternehmen ermutigen, ja, greift dieses Thema auf. Es sind wirklich tolle Frauen dabei, tolle Themen. Man kann eigentlich, auch wenn man gesellschaftlich sich engagieren will, man kann da wirklich viele Anknüpfungspunkte finden für ein sehr gutes Storytelling. Weil aus meiner Sicht sind sehr viele, eigentlich alle Frauen dabei, gute Botschafter zu sein. Wirklich gute Botschafter zu sein. Uwe, Uwe. du auch gerne? Ja.
Also, du hast ja gefragt, was würde ich jemandem empfehlen? Ja? Ich würde empfehlen, erstens mal ist es eine wirklich sehr gute Möglichkeit, aus meiner Sicht ein Sponsoring zu aktivieren. Die Herausforderung ist da, dass man sich absolut frei machen muss von dem Thema, der Frauenansatz soll so sein wie. Also jetzt bezogen auf unsere Arbeit mit der Frauennationalmannschaft, das war einer der Kernpunkte, dass wir gesagt haben, es geht nicht darum, dass das jetzt also Frauenfußball ist, der ist so ein bisschen wie Männerfußball, sondern das ist eine eigene Sportart. Das ist eine ganz eigene Geschichte, ja, und die muss man wirklich herausarbeiten und die muss man dann spannend erzählen, sage ich mal. Und wie wir alle wissen, es haben wir auch schon alle eben hier im Gespräch festgestellt, es gibt diese Geschichten. Du musst sie nur wirklich rausarbeiten. Und das ist manchmal, glaube ich, nicht glaube ich, das weiß ich aus meiner Erfahrung, das ist die eigentliche Arbeit. Und das ist auch wirklich sehr fordernd. Da muss man sich auch wissen, da lässt man sich auf ein Team meinetwegen ein, auf einen Verein oder einen Verband. Und diese Herausforderung muss man annehmen und die Energie muss man da reinstecken. Und ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, das lohnt sich absolut, das zu tun. Man bekommt etwas heraus, was absolut einzigartig ist. Und das ist ja das, was wir letztendlich im Marketing alle wollen. Ja? Und das ist auch das, was dann für die Mannschaft und auch für die einzelnen Spielerinnen genau das ist, was die dann in das Licht, in das Scheinwerferlicht oder mehr in die Öffentlichkeit stellt. Vielen, vielen Dank für diese Einsichten in das Thema Sponsoring im Frauenfußball. Ich habe relativ viel mitgenommen davon. Ich glaube, wir hätten diese Session noch um einiges verlängern können. Es haben sich nämlich noch weitere Themenfelder, zumindest für mich, eröffnet. Aber das Gute ist, das ist das erste Mal, dass wir diese Female Football Academy umsetzen und definitiv nicht das letzte Mal. Und von daher freue ich mich schon auf die weiterführenden Gespräche. Dann gerne nochmal mit zum Beispiel Doris Fitschen, Simone Brüsewitz und Uwe Hellmann. Wir würden an dieser Stelle zwei Videos einspielen. Und das erste wird sein von der Commerzbank Pferdeschwänze, diese Kampagne. Und das zweite ist die Volkswagen-Kampagne Wegbereiter. Und verabschieden uns erstmal mit dieser Session und sind dann in einigen Minuten wieder da zum Thema Neuaufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung in einem Männerverein und freuen uns ganz herzlich, Sie und euch alle gleich wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.